Oh mein Gott, Leute, Catrice hat neue Produkte rausgebracht und die werde ich jetzt heute mit euch zusammen testen. Wir fangen an mit dem Serum Primer Skin Glaze Hydrating. Finde ich in Ordnung. Ist persönlich nicht mein Geschmack, aber wer es mag, auf jeden Fall nicht schlecht. Pflegt nämlich auch gleichzeitig. Auch neu die Blush Affair Liquids. Ich finde sie, um ehrlich zu sein, nicht so gut, weil sie sich einfach nicht so toll verblenden lassen und mir too much sind. Dann gibt es ja auch wieder eine neue Lidschattenpalette, von der ich auch wieder sehr begeistert bin. Ich muss sagen, ich liebe die Lidschattenpaletten von Catrice. Sie sind super pigmentiert, sie lassen sich sehr gut verblenden. Es gibt so einen neuen Glossy-Ton, den ich in Ordnung finde. Müsste für mich persönlich nicht sein in der Palette. Eieiei, mit dem neuen Eyeliner bin ich gar nicht zufrieden. Eigentlich verspricht das Produkt, dass es nicht klumpen oder trocken werden soll. Genau das macht es aber bei mir. Also man kann nicht fleckenfrei damit arbeiten. Aber dafür bin ich umso begeisterter von der neuen Mascara. Die macht richtig tolles Volumen und Länge in die Wimpern. Also genial. Und von den neuen Shine Bomb Lippen Produkten gibt es ja auch eine große Farbauswahl. Ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Fan. Also die könnt ihr auf jeden Fall austesten. Die trocknen nämlich auch schön, aber haben gleichzeitig ein Glossy Finish.